Hallo und herzlich willkommen bei 7 Days to Die hier in der Wüste. Sind wir schon dabei, ein bisschen was aufzubauen. So, die Chemiestation klatschen wir jetzt einfach mal hierher. Zack. Bisschen Holz. Ah, Holz müssen wir fürs nächste Mal hier mitnehmen. So, was kriegen wir denn raus? 52 Stück. 5200. Ah, das lohnt sich doch. So, machen wir hier noch einen Amboss. Das wollten wir noch fertigen. Noch schnell einen Tee schlürfen. Oh, geht nicht. Das ist blöd. Das ist blöd. Ja, Karte aufdecken. Tun wir dann auch so nach und nach mal. Was habe ich denn da alles noch geixt? Ein Haus? Okay. Gut zu wissen. Okay. Verteidigung hier hinbauen. Aber diesmal mache ich es richtig. Gehen wir mit der Temperatur jetzt hier ein bisschen runter. Das mal mit dem Drehen, bevor ich jetzt wieder. Nein. Da war es drehen. Jetzt habe ich die Axt weg. Ja, super. Ernst, dass es nicht gleich mitdreht. Müssen wir hier weiter drehen? Ah. Autsch. So, das heißt, wir drehen. Gar nichts. Mist.
Ich muss mal kurz ins Wasser. Mal abkühlen. Ah, gehen wir ganz runter. So. Und schon geht es wieder hoch. Oh, das ist doch nix hier. Der rote Tee, der bringt ja auch nicht viel. Was ist los? Oh. Oh, die habe ich ja schon lange nicht mehr gekriegt. Schatzkarten. Ah, das freut mich jetzt. Egal. Ich jetzt. Viel zu heiß hier, wieder in der Wüste. So, schon mal die erste Reihe. Packen wir erstmal alles rein, essen was, trinken was. Die Axt kann wieder hin. Mal kurz aus. Mal die Amboss hin hier. Und jetzt können wir wieder ein paar Stahlgerüste herstellen. Mal 20 erstmal. Oh, ist gleich fertig. So haben wir hier auch erstmal ausreichend Ersatzbenzin. Das lassen wir mal da, das lassen wir da. Das lassen wir da, Sand lassen wir mal da. Beziehungsweise, ne, wir fahren ja eh jetzt wieder zurück. Können wir das auch mitnehmen. Können noch ein bisschen Stein da lassen. So, das können wir aus hier. Jetzt sind wir fertig.
Ja, mir ist warm. Gut, dann schütten wir die 200 erstmal hier wieder rein. Und jetzt müssen wir erstmal zurück. So, machen wir das Licht an. Sorry, dass ich jetzt momentan so wenig quatsch, aber hier in der Bude ist es so warm und es ist richtig heiß hier. Ja, die nächsten paar Folgen werden wir auch mal langsam die größeren Städte hier mal abklappern. Gibt's ja drei oder vier Stück. Ich bin jetzt nur mal am Überlegen. Welche Stadt wir in Angriff nehmen. Muss er jetzt ins Wasser. Na. Nichts Besonderes, nehmen wir mal mit. Platz haben wir ja. Ja, es geht auch langsam von der Temperatur wieder runter. Was los? Nix. Könnten theoretisch auch nächste Folge noch mal auf Schatzsuche gehen.
Schauen wir mal. Haben wir genug Zeit, um die Karte aufzudecken? Also ich habe mir überlegt, hier in dieser Richtung, hier irgendwo, da muss es nur eine große Stadt geben. Mit vielen Hunden. Entweder da oder wo schon öfters dran vorbeigefahren sind. Hier. Da können wir mal schauen. Eins von beiden. Weil hier gibt es ein Krankenhaus, da kann man sich schön eindecken. Da weiß ich noch von damals, gibt es eine große Bank. Da gibt es viele Tresore, die man knacken kann. Ja. Ups. So, warte mal, ich will mal gucken, was da jetzt alles so schön beschädigt ist. Okay. Reifen, ja, es wird wahrscheinlich alles beschädigt sein. Batterie, obwohl die Batterie ist noch fast voll. Motor ist auch noch zur Hälfte. Lass mal gerade gucken. Hier hatten wir doch was. Haben wir noch Essen drin? Wunderbar. Gott, hier haben wir wieder alles voll geklatscht. Oh. Ich glaube, ich habe das ganze Benzin rausgenommen jetzt. Ne? Hier haben wir auch noch Fleisch. Okay. Die Batterie ist aber nicht so besonders. Gut, dann machen wir. Warte mal, das können wir schnell essen hier, die drei. Oh, zwei davon. So. Was wollte ich jetzt machen? Naja. Zweiundneunzig Prozent, wunderbar. Eine können wir schon mal lesen. Welcome home.
So, wo mein unser Schatz? Ha, guck mal, wenn man vom Teufel spricht, dann kann man das ja gleich mal kombinieren. Das ist doch wunderbar. Das werde ich aber markieren. Weil ich werde die PlayStation nämlich jetzt bald ausmachen. Und wenn ich das dann wieder anmache, kann es sein, dass das dann nämlich weg ist. Deshalb markiere ich nämlich die ganzen Sachen auch. So, gehen wir mal runter. Noch was drinne. Könnten aber noch ein bisschen Ding machen hier. Zement. Das ist das. Nehmen wir wieder die Hälfte Steine rein. Gut. Hier hat man nichts mehr drin. So, können wir ja hier unten noch ein bisschen weitermachen. Oh, ich habe kaum noch Holz. Hier habe ich auch kein Holz mehr. Ui, 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 ui. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Holz fahren. Solange es noch hell ist. Tun wir noch ein paar Bäume kloppen. Und natürlich gleich wieder neu anpflanzen. Okay. Kann man machen. Sind zwar jetzt nicht alle komplett ausgewachsen. Das macht nichts. Wir haben mal 2153, dann mal noch ein paar Holzrahmen. Ah, halt. 30. Ja, das wird es erstmal reichen für die Nacht. Dass ich da unten ein bisschen weitermachen kann. Gut. Habe ich das eigentlich jetzt doch fertig gemacht gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Können ja mal gerade gucken. Nö. Gut, das müssen wir dann auch noch machen, bevor die nächste Blutmondnacht losgeht.
So, schottendicht. So, dann werde ich wieder offline die Nacht hier weitermachen. Das wird ja auch bald fertig sein hier unten. Ja, haben wir noch voll viel vor uns. Dann müssen wir noch hier den Durchgang noch weiter bauen. Da noch eine Base auf der anderen Seite auf der Karte machen. Hier irgendwo. Dann gucken wir mal. Ja, ich überlege mir mal was, gucken, was wir dann in der nächsten Folge machen. Bis dahin. Ciao, ciao.